Also ich habe das ja schon im Hinspiel gesagt, ob er jetzt spielt oder nicht, ist eigentlich für uns zweitrangig. Ich denke, er polarisiert, klar, aber ich denke, Nizza wird auch guten Ersatz für ihn haben. Sie werden gut aufgestellt sein. Sie wollen unbedingt gewinnen hier, aber nichtsdestotrotz haben wir unsere Serie, wollen wir weiter fortsetzen. Und da ist es wirklich egal, wer dann vorne spielt bei Nizza. Fakt ist, wenn er spielt oder im Hinspiel hat Ben Höwedes ihn schon eigentlich quasi komplett ausgeschaltet. Er kam, glaube ich, zu einem Torschuss kurz vor Schluss. Und ja, wie gesagt, ob er dann morgen spielt oder nicht, ist dann egal, weil wir gut aufgestellt werden, sein werden und einfach ja, hoffentlich das Spiel gewinnen werden.